Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Wir haben uns ja heute, also viele von uns haben uns heute, wir haben uns heute Nachmittag schon gesehen, schon kennengelernt. Mein Name ist Mirjam Sadov und ich begrüße Sie hier jetzt nochmal ganz herzlich zum Gespräch mit der Journalistin und Autorin Caroline Schwarz zum Thema Hate Speech, wie Rechtsradikale das Netz für ihre Zwecke instrumentalisieren. Dieser Abend findet im Rahmen der Spring School des Münchner NS-Dokumentationszentrums statt und ich freue mich wirklich sehr, dass wir Caroline Schwarz als Gesprächspartnerin gewinnen konnten. Guten Abend, Frau Schwarz. Hallo. Bevor wir jetzt beginnen, will ich noch ganz kurz sagen, eine Information zum Ablauf. Wir beginnen mit einem Gespräch. Während diesem Gespräch ist der Chat deaktiviert. Er wird aber nach dem Gespräch wieder freigeschaltet. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, wie Sie Fragen stellen können, eben über den Chat, einfach in den Chat schreiben. Und es wird dann an mich weitergeleitet und ich stelle die Frage an Frau Schwarz oder über die Funktion Handheben. Dann haben Sie mö die Möglichkeit, selbst zu sprechen und die Fragen eben nicht weiterzugeben. Caroline Schwarz, Sie sind freie Journalistin und Autorin. Sie haben schon eine Reihe von Projekten ins Leben gerufen, unter anderem 2016 das Projekt HoaxMap. Da ging es um Falschmeldungen über geflüchtete und nicht weiße Personen, die entlarvt wurden. Und dann vor einem Jahr haben Sie das wichtige und mutige Buch Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus veröffentlicht. Sie sind selbst immer wieder Opfer und Adressatin von Hasskampagnen im Netz. Wie kam es zu Ihrer Beschäftigung mit diesem wichtigen, aber nicht einfachen Thema, das für viele ja immer noch nicht, also eigentlich sozusagen außerhalb des Rahmens dessen ist, was man kennt und was man selber, worüber man etwas weiß? Ich glaube, das ist so nach und nach gewachsen letztendlich. Also ich habe lange Zeit in Leipzig gewohnt und habe dann auch in der Social Media Abteilung von der Leipziger Volkszeitung gearbeitet. Da war man dann eben auch ja durchaus konfrontiert mit so Dingen, also neben Hate Speech eben auch der Desinformation, Falschmeldungen über Geflüchtete gerade. Und in Leipzig hat man sich dann natürlich auch irgendwie beschäftigt mit Dingen, die so in Sachsen passiert sind, insbesondere Pegida und auch dem Leipziger Ableger. Und 2016 habe ich eben dieses Projekt gegründet, einfach weil ich gesehen habe, dass diese Falschmeldungen über Geflüchtete, die damals eben inmitten des Flüchtlingszuzugs quasi verbreitet wurden, dass das kein Leipziger Phänomen war, sondern wirklich im deutschsprachigen Raum, also auch über Deutschland hinaus in Österreich zum Beispiel, viele Dinge verbreitet wurden. Und darüber bin ich dann irgendwie im Fact-Checking gelandet und habe eben mich immer weiter auch gerade mit so digitalen Ausprägungen von Rechtsradikalismus beschäftigt. Also das ist mehr so mein Schwerpunkt als die Offline-Vernetzung quasi, die ja teilweise doch etwas bekannter ist, aber vielleicht auch nicht bekannt genug. Was ist das Besondere an der Vernetzung im Netz für Rechtsextreme? Was sozusagen, was macht diese ja doch noch mal ganz eigene Blase und eigene Welt, die ja nicht nur national vernetzt ist, die auch global vernetzt ist? Was macht das Besondere hier aus? Also man hat ja manchmal das Gefühl, dass eben rechtsextreme Gruppen sehr schnell dieses Medium für sich entdeckt haben. Das Internet war ja ursprünglich mal gedacht als eigentlich eine Plattform der Demokratisierung und die Hoffnung, und bis zu einem gewissen Grad ist es das ja auch, ne, eben auch für unterprivilegierte Gruppen, für Minderheiten, für diejenigen, die eben nicht gehört werden im öffentlichen Diskurs, mitzumischen. Aber hier geht es ja nicht um ein Gehörtwerden im öffentlichen Diskurs, es geht nicht um ein Mitsprechen, sondern es geht eigentlich um alternative Welten und Blasen, in denen man eben die eigene Ideologie weitertragen. Also grundsätzlich muss man, glaube ich, auch sagen, dass es Szenen sind, die sich teilweise natürlich auch überschneiden und in Kontakt zueinander stehen, teilweise einen Schulterschluss vollführen, online wie offline. Und
Im Grunde ist das schon lange gewachsen. Also schon in den 90er Jahren gab es eben eine ganze Vielzahl an Akteuren, Akteurinnen, die online stattgefunden haben, die dort Propaganda verbreitet haben. Unter anderem auch aus dem Grund, weil es eben als einen Ort gab, wo man keine oder nur wenige Repressionen oder Sanktionen zu fürchten hatte. Das ist quasi der Ort der echten Meinungsfreiheit, als so ein Ort galt und man dort eben noch sehr viel machen konnte. Und das haben viele genutzt, auch nach den Verbotsverfügungen für verschiedene Gruppen auch damals. Und so hat man früh angefangen und schon früh Strategien formuliert, die teilweise bis heute noch funktionieren oder besser funktionieren im Zeitalter der sozialen Medien. Und die NPD hatte eben früher deutlich mehr Websites, als die klassischen demokratischen Parteien hatten. Und das hat sich so fortgesetzt eigentlich und ist vielleicht für die Masse oder die Breite der Gesellschaft einfach sichtbarer geworden, auch durch die sozialen Medien und durch Propagandaaktionen, die ja nun mehr alltäglich sind heute. Es geht ja nicht nur um die eigenen Blasen, in denen man sich bewegt, sondern es geht ja um die, sagen, dass die Aktion aus diesen Blasen heraus, um neue Gruppen zu erreichen. Und ich meine, manchmal sind es ja, also jetzt von den sozialen Medien abgesehen, manchmal ist es einfach das Internet, das diese Dinge ermöglicht. Also wenn man zum Beispiel daran denkt, dass man rechtsextreme Propaganda, antisemitische Schriften zum Beispiel auf Amazon kaufen kann und Amazon sich da einfach also ja, raushält und es nicht kommentiert. Ne? Früher wusste man, das ist letztlich illegal und man muss diesen Schritt machen. Ne? Heute ist ja auch über die Globalisierung oder über eben unterschiedliche Zugänge eine Situation entstanden, dass ich eben zum Beispiel antisemitische Literatur oder rechtsextreme Literatur auf Amazon bestellen kann. Ja, das stimmt. Also man muss dazu sagen, dass das letzte Jahr vielleicht auch noch mal so ein Revival der Printprodukte war, was so Flyer betrifft, wo ja auch wirklich antisemitische Hetze ohne Ende verbreitet wurde, tatsächlich auch auf so Flugschriften. Aber abseits dessen kann man tatsächlich alles bekommen im Netz heutzutage. Und der Weg ist ganz oft 2 Klicks entfernt. Und auch der Weg in verschiedene Angebote, das ist ja auch ein großer Teil von dem, was im Netz stattfindet. Es gibt, egal wo man wohnt, ein riesengroßes Angebot für alle möglichen Zielgruppen. Man kann sich innerhalb von kürzester Zeit radikalisieren, weil eben das eine Angebot auf das nächste verweist und teilweise eben aber auch algorithmische Steuerung dazu beiträgt, dass einem immer radikalere Inhalte angezeigt werden. Und da kommt eben alles zusammen und jeder kann publizieren und das nutzt natürlich die Szene massiv für sich aus. Also es sind nicht nur die Plattformen, um die es geht, sondern es geht auch nochmal um die Dynamik des Netzes. Sie haben es jetzt gerade erwähnt, die Algorithmen, die eben nicht nur zum Tragen kommen, wenn ich eben, ich weiß es nicht, in einem bestimmten Lebensmittelgeschäft bestelle oder bei bestimmte Bücher bestelle, sondern die eben auch zum Tragen kommen, wenn ich bestimmte politische Inhalte abfrage. Ja, also letztendlich von Gruppenvorschlägen auf Facebook über Videovorschläge auf YouTube, das ist ein großer Teil, den wir, glaube ich, auch in Deutschland einfach sehr, sehr lange vernachlässigt haben. Also wir haben viel über Facebook geredet, zu Recht, aber wir haben so den anderen Bereich, die Videos, von denen auch viele Menschen, die zum Beispiel in verschwörungsideologische Szenen abrutschen, die berichten eben ganz oft, dass sie YouTube-Videos geschaut haben und dann auch ganz viele Empfehlungen bekommen haben durch den Algorithmus. Und das ist eben ein großer, wichtiger Punkt. Das heißt, es geht ja einmal um die eben Vergemeinschaftung, Vernetzung in der virtuellen Welt. Und dann ist eben auch diese Frage sozusagen, wo sind die Schnittstellen zur nicht virtuellen Welt? Und manchmal, Sie beschreiben das in Ihrem Buch auch sehr anschaulich, ist eben dann die Situation so, dass es zum Beispiel zu einer Gerichtsverhandlung kommt, zu einer Diskussion über einen Vorfall im Netz und die Beteiligten, die beurteilen sollen oder müssen, kennen die sozialen Medien gar nicht. Das ist ja auch ein generationales Problem zum Teil, manchmal auch ein
ein klassistisches Problem, also ein Elitenphänomen. Das scheint auch eine Problematik zu sein, die hier vorliegt. Das heißt, es kann passieren, dass ein Richter involviert ist in einem Fall, der sich um die sozialen Medien oder um Hetze im Netz bewegt, der aber selber gar nicht weiß, worum es hier eigentlich geht. Ja, ist ein großes Problem, nicht nur vor Gericht. Also auch da gab es eben diesen Fall, den ich da aufgegriffen habe von Anas Modamani, der eben aus Syrien geflüchtet ist, ein Selfie mit der Kanzlerin gemacht hat. Und dann wurde dieses Bild von ihm und der Kanzlerin immer wieder in falschen Zusammenhängen genutzt, um ihm anzuhängen, er sei Teil von terroristischen Organisationen gewesen, habe Anschläge begangen und so weiter. Und er wollte eben erreichen, dass diese Falschmeldungen nicht mehr auf Facebook gepostet werden dürfen, hat gegen Facebook geklagt. Und die Kammer hat damit kokettiert damit, dass sie alle keine Facebook-Konten haben und dementsprechend aber auch nicht wirklich die Dynamik nachvollziehen können, die dort eben sich Bahn bricht in solchen Fällen auch. Und das Problem betrifft aber tatsächlich ja nicht nur die Gerichte, und ich würde Staatsanwälte zum Beispiel auch mit einschließen, auf jeden Fall. Es betrifft auch die Polizei, es betrifft viele Behörden, die Dinge nicht ernst nehmen, die vielleicht auch den Schutz ihrer Mitarbeitenden nicht ernst nehmen. Und da gehört einiges dazu. Und wenn man sich anschaut, welche Erfahrungen Menschen, die von Hass und Hetze und Bedrohungen aller Art betroffen sind, welche Erfahrungen die machen, wenn die zur Polizei gehen, dann sagen leider immer noch unglaublich viele Menschen, dass ihnen mit Unverständnis begegnet wurde, dass dazu geraten wurde, vielleicht nicht mehr so laut auf Twitter zu sein oder vielleicht nicht mehr mal den Rechner auszuschalten. Und das trägt oder das zeigt eigentlich, dass die Schwere von dem, was viele da durchmachen, eigentlich immer noch nicht ganz realisiert wird in vielen Bereichen. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen und Bekannte, die gute Erfahrungen gemacht haben, aber es gibt eben noch zu viel von diesen anderen Erfahrungen und das ist ein Riesenproblem. Wo sind die Momente, dass sich die digitale und die reale Welt begegnen? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wo sind so diese Schnittstellen? Es werden viele digital, also viele Inhalte in die digitale Welt gespeist, entwickeln dort ein Eigenleben und kommen dann auch radikalisiert wieder zurück. Das ist so ein, sozusagen ein Phänomen, ne? Also auch diese Schnittstellen zwischen digitaler und nicht digitaler Welt. Also wo tritt dann sozusagen die Bedrohung wiederum aus dem Digitalen in das Reale. Ja, also grundsätzlich muss man ja auch sagen, dass gerade im letzten Jahr, aber auch darüber hinaus ja die Trennung schon gar nicht mehr da ist. Also ein unglaublicher Teil von unserem Leben findet online statt und das ist ja echtes Leben letztendlich. Auch wenn wir, glaube ich, wahrscheinlich fast alle gern hätten, dass diese Veranstaltung heute dann mal abseits von Zoom stattfindet. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Menschen auch für ihre tägliche Arbeit auf das Netz angewiesen sind, darauf angewiesen sind, dass sie als Aktivistinnen, Aktivisten, als PolitikerInnen, als JournalistInnen und gerade in dem Bereich von jungen Frauen oder jungen People of Color, jungen Jüdinnen, die darauf angewiesen sind, sichtbar zu sein durch das Netz, dann ist das ja deren alltägliches Leben. Aber darüber hinaus gibt es noch ganz klar weitere Themen. Also Bedrohung findet oft erstmal im Netz statt, aber die landet auch sobald Adressen und Telefonnummern veröffentlicht werden vor der Haustür. Demonstrationen werden organisiert. Es findet der Schulterschluss statt zwischen verschiedenen Menschen. Nicht erst im Rahmen der Pandemie, aber da nochmal sehr, sehr deutlich sichtbar, sondern auch zum Beispiel Chemnitz 2018, wo man sich online zusammengefunden hat, zu Demonstrationen aufgerufen hat, wo dann eben verschiedenste rechtsextreme Kräfte vor Ort aufgetaucht sind. Und das wäre auf die Weise wahrscheinlich ohne das Internet nicht denkbar gewesen.
Ich kann mich an die ersten Demonstrationen erinnern, die nicht übers Netz, sondern über Handy organisiert wurden. Das ist jetzt inzwischen über 20 Jahre her. Das waren in Österreich die Demonstrationen gegen die Beteiligung der FPÖ in der Regierung, die sich über ein Jahr lang gezogen haben. Und das war diese erste Vernetzung durch Handys. Und das war eben diese Erfahrung von Demokratisierung, die ja eben auch das Netz bietet. Sie haben das auch gesagt, also über gerade für die Frage, also die Frage der Sichtbarkeit, auch jetzt in der Situation, es ist ja tatsächlich jetzt seit einem Jahr, zwingt uns diese Krise der Pandemie eigentlich dazu, das gesamte öffentliche Leben, also jede Art von Austausch nur mehr digital zu erleben, bis auf die Querdenker, die sich sozusagen durch die Städte bewegen und diesen öffentlichen Raum trotz allem bespielen und entgegen allen, sozusagen, allem Wissen und allen Empfehlungen das natürlich genau aus diesem Grund machen. Also auf eine eigenartige Weise hat dieses Jahr uns jetzt sozusagen in eine Situation gebracht, wo eben vieles, also jetzt an rechtsextremen Aktivitäten im Netz vorher passiert ist, parallel dazu natürlich auch in der aktuellen, also in der realen Welt, aber momentan eigentlich wir mehr Zeit, sozusagen jetzt die Öffentlichkeit eigentlich in das Digitale gewandert ist und die Querdenker und Querdenkerinnen wandern jetzt währenddessen durch die Städte. Das ist ja eine ganz eigenartige Situation, die jetzt gerade entstanden ist. Ja, also wenige Ausnahmen gibt es dann natürlich noch. Ein paar von den Black Lives Matter-Demonstrationen und die Mietendeckel-Demonstrationen fast vor meiner Haustür in der letzten Woche. Also es gibt noch einige Ausnahmen, aber grundsätzlich, Fridays was for man Future, genau, so die ein, zwei Fridays for Fridays for Future, Future Demonstrationen gab es. einige wenige, aber wenn man so sich das gesamte Demo-Geschehen anschaut Genau. und auf die Zahlen schaut, dann ist es da, gibt es da einen ganz großen Überhang. Das ist auf jeden Fall so. Und natürlich ist es, also aus meiner Sicht natürlich in gewisser Weise spannend zu beobachten, aber die Mobilisierungskraft, die da teilweise dahinter steckt, mal mehr, mal weniger, das ist schon beachtlich und das ist auch doch sichtbar, in welchem Spektrum da man da auch zu mobilisieren weiß. Also dass Menschen bringen ihre Kinder damit. Es gibt einen Haufen esoterisch angehauchte Menschen, die eben von Frieden und Freiheit und Sonne und Liebe sprechen. Es gibt, ich war in Berlin auf einigen von diesen Veranstaltungen, es gibt einen unglaublichen Haufen, großen Anteil Mittelalter, bürgerlich daherkommender Pärchen, die da mit dem Fahrrad, mit dem Elektrorad auftauchen und sich da alle zusammengefunden haben im letzten Jahr. Und das ist auch unter Beteiligung von rechtsextremen organisierten Kräften, von Reichsbürgern, allen möglichen Menschen, die da sich zusammengefunden haben. Und unter ständiger Verharmlosung des Holocausts auch. Und der NS-Verbrechen insgesamt. Ja, das, was wir da gerade in dieser Hinsicht erleben, ist ja auch diese Erfahrung eines postfaktischen Zeitalters, dass es tatsächlich eben nicht nur um Fakten geht. Sie hatten ja auch beschrieben, ihre Plattform, die sie gegründet hatten, schon 2016. In USA war es ab 2016 gerade sehr schlimm, eben durch die Trump-Wahl. Also es gab einen Präsidenten, der sich gelöst hat vom Glauben an jegliche, sagen, Fakten und an Wissen und an Expertise, und Begriffe wie Alternative Facts wurden geboren. Man hat ja den Eindruck, dass wir in einem fast postfaktischen Zeitalter leben, und die Erfahrungen, die Sie gerade beschrieben haben auf den Querdenker-Demonstrationen, da geht es ja darum, dass es ausreichend ist, sich zu fühlen wie Anne Frank, sich zu fühlen wie Sophie Scholl. Es geht nicht mehr um welche Fakten oder irgendwelches Wissen, das daran geknüpft wäre. Ja, ich glaube, da spielen zwei Dinge eine Rolle. Also zum einen diese unglaublich sichtbare Selbstviktimisierung, die da stattfindet. Man glaubt sich in einer Diktatur, während man demonstriert,
teilweise wirklich sehr unbehelligt von einer Polizei, selbst wenn wenn die Veranstaltungen untersagt wurden. Also das ist schon sehr, sehr auffällig. Es gibt natürlich Menschen ohne Ende, die unter der Pandemie leiden. Das will ich an der Stelle auf gar keinen Fall unterschlagen. Es gibt psychische Probleme, es gibt wirtschaftliche Probleme, es gibt Unsicherheiten, es gibt Menschen, die anderweitig schwer erkrankt sind und Probleme haben. Das sind alles Faktoren, die natürlich auch ihren Beitrag leisten. Aber es gibt eben, wie gesagt, diese Selbstviktimisierung, dieses Behaupten einer Diktatur und man würde jetzt die echte Demokratie herstellen wollen. Das ist ein Teil davon. Und dann gibt es eben auch diese wirklich extreme Wissenschaftsfeindlichkeit, die sehr auffällig ist. Und das ist, ich beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren mit Desinformationen und spannenderweise war einer meiner ersten Faktenchecks, als ich bei Korrektiv damals angefangen habe, NGO, die auch ein Faktencheck-Team hat. Mein erster Faktencheck beschäftigte sich 2017 mit Bill Gates und Impfen. Das sind also Sachen, die tatsächlich schon länger kursieren, aber es ist sehr auffällig, wie wenig sich das auch verändert. Also es werden jetzt auch nicht mehr wirklich neue Dinge großartig erfunden, sondern eigentlich wird dasselbe, was Mitte 2020 behauptet wurde, auch heute noch verbreitet. Dazu kommt noch das Thema Impfen und einige andere Dinge. Aber Faktenchecker haben zum 20. Mal gefühlt weltweit widerlegen müssen, dass PCR-Tests zuverlässig sind und ja tatsächlich auch Covid-19 und SARS-CoV-2 erkennen können. Und, also man verzweifelt da schon auch ab und zu mal. Es ist schon auch eine frustrierende Erfahrung mitunter, auch deutlich extremer, einfach weil wir auch in einer Extremsituation uns ja auch letztendlich befinden. Ja, es scheint doch auch so eine Zunahme, ne, an Verschwörungstheorien, an Ja, den absurdesten Vorstellungen, ne? die Frage ist ja natürlich, ist es eine Zunahme an Verschwörungsgläubigen? Das ist es wahrscheinlich nicht. Also die wahrscheinlichere Erklärung ist tatsächlich, dass es einen großen Anteil der Gesellschaft gibt. Das zeigen ja auch Studien, die anfällig sind oder empfänglich für Verschwörungserzählungen. Und die wurden eben natürlich, dieses Potenzial wurde massiv mit Erzählungen gefüllt aus verschiedensten Richtungen. Auch QAnon zum Beispiel hat hier massiv Fuß gefasst. Wenn man mich Anfang 2020 gefragt hätte, welche Rolle das in Deutschland spielt, hätte ich das nicht so bewertet, wie ich es heute bewerten würde. Aber ich glaube, und leider gibt es da einfach keine Empirie, dass ein ganz großer Anteil von diesen Menschen, die wir dort sehen und die in verschwörungsideologischen Ecken unterwegs sind, vor allem im Internet, dass die zum Beispiel auch seit 2001 glauben, die USA hätten den 11. September inszeniert. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Leuten, die sich schon seit Jahren damit beschäftigt, aber nicht in dieser radikalen Form und die sich nicht selbst so betroffen gefühlt haben, wie sie es vielleicht heute tun. Also da kommen halt so viele Faktoren leider auch zusammen, die das Potenzial auf jeden Fall sichtbarer machen und die Vielfalt an verschiedenen Verschwörungserzählungen auch nochmal sichtbar machen und an unsere Küchentische, in die KollegInnengespräche, an den Familientisch, in die Freundeskreise tragen. Und das berichten ja wirklich viele Leute, dass sie bemerkt haben, dass in ihrem Umfeld viele Menschen abgedriftet sind in verschiedene Ecken und Erzählungen. Ja, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die, glaube ich, ganz viele Menschen machen. Das ist ganz Ja. richtig. Dass es Menschen gibt, die völlig abgedriftet sind, also wo dann auch Freundschaften abbrechen. Also ich habe das nicht persönlich erlebt, das ist ja immer alles so anekdotisch, aber ich habe es im Freundeskreis erlebt. Und das, was man natürlich auch erlebt, ist, dass man in diesen zufälligen, kurzen Gesprächen, die man ja jetzt nicht mehr häufig hat, also zum Beispiel, wenn man beim Einkaufen ist oder beim Arzt oder so, also diese kleinen Füllgespräche, ne, die hat man ja nicht mehr häufig. Wir haben ja nur mehr wenige Begegnungen, dass man eigentlich in diesen Situationen sehr häufig das Thema kommt, wie zum Beispiel Bill Gates oder eben auch also
Ängste oder Vorstellungen darüber, was mit den Impfungen hier vorgenommen wird und so weiter. Also das, da merkt man auch, dass das doch irgendwie gefühlt einfach, es rückt gefühlt näher, es rückt gefühlt, Sie sagen, an den Küchentisch, in den Freundeskreis, das ist, glaube ich, wirklich die Erfahrung, die man macht. Und was auch interessant ist, ist eben, dass es auch ja schon lange, Sie hatten das auch erwähnt, ein globales, global vernetztes System war, aber auch das so gefühlt einem nähere. Ne? Ich kann mich erinnern, ich habe vor einem Jahr so in etwa zum ersten Mal von QAnon gelesen, in der New York Times, also in so einem ganz Amerika oder Washington Post, so ganz amerikanischer Kontext. Und es war natürlich, hing natürlich eng zusammen mit Trump. Gleichzeitig resoniert es sehr stark, also ich bin selber Historikerin, eben gerade mit Verschwörungstheorien, die häufig antisemitisch, also diese ganzen Dinge mit den Kinder, also mit den Ritualen, sind ja eigentlich Ritualmordgeschichten, die da erfunden werden, die da berichtet werden. Da gab es ja diesen einen großen Fall von QAnon, dass angenommen wurde, dass im Keller einer Pizzeria Kinder umgebracht werden und dann kam es da zu einem Anschlag. Das waren ja, sind ja Dinge, die wir ja aus einem anderen Kontext kennen. Es sind die gleichen, immer gleichen Erzählungen und Geschichten. Es gibt in Tirol das Anderl von Rinn, das wurde bis, wird bis heute verehrt, sozusagen ein christliches Kind, das angeblich im 17. Jahrhundert, also ist diese Legende entstanden, das angeblich für einen jüdischen Ritualmord umgebracht wurde. Man weiß inzwischen, dass es dieses Kind niemals gab, aber die katholische Kirche hat eigentlich bis in die 80er und 90er Jahre, also 1980er, 1990er Jahre gebraucht, bis sie wirklich ganz konsequent diese Verehrung sagen, abgeschafft hat, weil dieses Kind heilig gesprochen war. Ne? Also man hat die Verehrung dieses Kindes von Seiten der Kirche erst einmal unterstützt. Und die Erzählungen sind immer die gleichen. Also das ist ja das Spannende auch bei den Verschwörungsideologien, ne? Die Protokolle der Weißen von Zion. Also ganz viele Dinge tauchen da ja immer wieder auf. Ne? Ja, also es sind Neuauflagen ganz oft. Also es wird abgewandelt, es werden Hollywood wird mit reingenommen, alles, was irgendwie einflussreich, mächtig oder gefühlt mächtig ist, das ist ja auch der Punkt, oder angeblich mächtig ist, bei Jüdinnen und Juden ist das ja offensichtlich. Alles wird mit reingenommen, tagesaktuelle Ereignisse werden inkorporiert, die Verschwörungserzählungen zum Suezkanal und diesem Frachter, der da quer lag, das hat sich überschlagen innerhalb der Szene von QAnon, weil das alles mit eingenommen, mit vereinnahmt wurde quasi und in irgendeiner Form zu einem logischen Gebilde zusammengeformt wurde. Und das ist sehr deutlich, aber die Feindbilder sind auf jeden Fall, das setzt sich fort und das wird einfach vorangetragen. Es sind Fremde, es sind Eliten, meistens ist das jüdisch sein dann noch kodiert, mehr oder weniger, wird aber auch ganz offen kommuniziert auf jeden Fall. All das spielt eine große Rolle, aber ich glaube, also einer der großen Vorurteile, die es ja gibt, in diesem Zusammenhang, gerade auch wenn es um Verschwörungsideologen geht, ist, dass es einfache Erklärungen sind. Und das stimmt halt insofern, dass es eine ganz klare Einteilung in Gut oder Böse gibt. Also es gibt keine Grauzone. Aber die Erklärungen selbst, also es gibt riesengroße Schaubilder, die Leute ausdrucken und an die Wände hängen, die kein Mensch versteht, der sich nicht mindestens ein halbes Jahr irgendwie damit beschäftigt hat. Und es ist unglaublich kompliziert teilweise auch, wie das in Zusammenhänge gegossen wird. Das ist schon auch gruselig, wenn man das so sagen will. Und es ist alltäglich. Also es gibt Menschen, die Demonstration in 2 Tagen, da wird unweit von hier in Berlin werden reichlich Leute, die diese Verschwörungserzählungen weiter verbreiten, unterwegs sein.
Und die Problematik ist ja aber natürlich auch, also wenn man jetzt, ich meine, Bill Gates ist so ein Beispiel, da denken ja auch viele, er wäre jüdisch, obwohl das gar nicht ist. Aber zum Beispiel George Soros, das ist ja auch so ein Beispiel, der ja dann schon als Code, sagen, es reicht ja dann auch für rechtsextreme Parteien, den Namen Soros zu sagen, man weiß, worum es geht. Die Problematik ist natürlich auch, dass von bestimmten, jetzt gerade eben etablierten Parteien dann diese Codes benutzt werden. In den USA war das dann eben durch Trump. Deswegen ist ja auch QAnon eigentlich von einer sehr esoterischen, erstmal noch gar nicht so, also zumindest aus meiner Perspektive, vielleicht habe ich es falsch eingeschätzt, ich hatte immer das Gefühl, es ist eine relativ randständige Gruppe, die dann unter Trump also sehr zentral wurde und unglaublich viele Anhänger gefunden hat, weil sie sozusagen ja auch sich an dieser prophetischen Figur, die eben auch realpolitisch Macht hatte, aufgehängt hat. Ja, also QAnon würde ohne Trump hätte das nie funktioniert, weil er eben als der Heilsbringer dargestellt wird, der den angeblichen Deep State in irgendeiner Form enttarnen würde. Und Pizzagate, was Sie vorhin schon erwähnt hatten, also diese Verschwörungserzählung über den Keller einer Pizzeria, in dem Hillary Clinton angeblich einen Kinderpornografiering betreibt, das wurde halt vereinnahmt in diesem Gebilde von QAnon, also es gibt einen kompletten Podcast mit, ich weiß nicht wie vielen Folgen inzwischen, in dem haargenau minutiös erklärt wird, was alles bei QAnon eine Rolle spielt. Wer sich damit auseinandersetzen will, sollte QAnon Anonymous hören. Das ist ein englischsprachiger Podcast, der dieses Riesengebilde erklärt. Aber ohne Trump wäre das nicht möglich und ohne die Pandemie wäre das in Deutschland nicht so krass geworden. Aber auch Trump ist in Deutschland zu dieser Figur geworden, die er auch in den USA ist, muss man sagen. Und das geht auch mit gewalttätiger Ideologie, mit Gewaltbereitschaft einher, auf jeden Fall. Also das ist ja das, was man, also dass man eben auch sieht, wie unglaublich gut global vernetzt Ideologien, Gruppen sind, wie weit das dann wirkt. Man hat es gemerkt, schon eben bei dem Täter von Christchurch, aber auch, also jetzt auch von Utøya bis Halle, das sind, sagen, unglaublich gut international vernetzte Gruppen, auch Steve Bannon und Breitbart News. Und da sind eine Vielzahl von Kräften am Werk, die ja häufig jetzt sozusagen für denjenigen, der sich jetzt nicht wie Sie so aufmerksam und intensiv damit beschäftigt, dann auch undurchsichtig wirken. Ja, also ich meine, das Problem ist, dass es eben eine Vielzahl von Szenen gibt, eine Vielzahl von AkteurInnen, auch InfluencerInnen inzwischen. Also es ist ja wirklich auch so, dass wir nicht mehr mit formalen Gruppenverbänden zu tun haben. Also die gibt es natürlich auch noch. Gerade im klassischen Bereich der Neonazis gibt es natürlich diese Organisationsformen auch noch. Und abseits davon auch teilweise Vereine, Parteien, alles Mögliche. Gerade auch Querdenken hat ja da eine ganze Reihe von Organisationen geschaffen, die alle die Schlagworte für Aufklärung im Namen tragen. Aber gerade wenn es um Christchurch und diese Anschlagsreihe, die man eben bis zu Utøya und Oslo zurückverfolgen kann, sich anguckt, dann sind das eben allein handelnde Akteure. Die sind trotzdem Teil einer Community und die Community hat auf jeden Fall auch Funktionen, die innerhalb des Anschlagsgeschehens eine Rolle spielen. Aber es ist eben nicht mehr so einfach nachzuvollziehen. Ohne dass ich jetzt sagen würde, dass alles einfach nachzuvollziehen war. Wenn man sich den NSU anguckt, zum Beispiel, hat man ja leider lange genug weggeschaut und ignoriert und nicht genug ermittelt. Aber es gibt eine Vielzahl von Szenen, es gibt keine Einzelperson, die alles überblicken kann. Es gibt zu wenig Leute, die sich damit auch beschäftigen, muss man sagen. Also
Es gibt eine ganze Reihe von sehr guten Leuten in Deutschland, aber um das ganze Feld zu überblicken und auch die internationalen Vernetzungen zu überblicken, braucht es, glaube ich, noch mehr Leute, und zwar nicht nur in den Sicherheitsbehörden, sondern auch in der Zivilgesellschaft. Und es ist, mal abgesehen vom Zeitaufwand, ist es natürlich auch eine Belastung, die damit einhergeht, und das ist auch nicht weniger geworden innerhalb der Pandemie, weil früher hat man sich einfach auch mit KollegInnen, FreundInnen getroffen, die in dem Bereich unterwegs sind, und hat mal die Luft abgelassen, die sich so angestaut hat. Und das ist gerade auch weniger möglich. Und also, was ich so höre aus meinem Umfeld, zeigt auch, dass viele einfach echt überlastet sind im Rahmen der Pandemie, ohne weinen zu wollen. Es gibt Pflegekräfte, die ganz schwerer. Aber. Ja. Aber das ist ganz klar. Und ich kann mir aber auch vorstellen, also das ist ja auch das, glaube ich, was viele davon abhält, sich dann intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen, dass es, wenn man dann wirklich einsteigt, einfach auch schwierig ist. Also das ist ja auch nicht ganz einfach. Und ich glaube, das ist nicht gerade leichte Kost, mit der sie sich da beschäftigen. Ja, also man braucht auf jeden Fall so seine Methoden, um auch abzuschalten, die weniger geworden sind im Laufe der Pandemie. Und aber es hilft natürlich, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, die in ähnlichen Bereichen aktiv sind. Und Welche Rolle, ich meine, wie sehen Sie das so dann ganz offensichtlich sind, sagen Staaten als Gesetzgeber und jetzt in diesem Sinn Verantwortliche scheinen nach wie vor grundsätzlich eher zu versagen oder Schwierigkeiten zu haben mit der Thematik. Also es taucht dann jetzt ja auch gerade in den USA ist ja alles nochmal ein bisschen komplizierter, aber in Deutschland dann auch häufig auf der Agenda. Aber so recht weiß man nicht, wie man mit dem Thema umgehen soll. Es ist allen klar, es muss jetzt hier auch eine entsprechende, es muss sozusagen die allgemeine Gesetzgebung auch hier tragen, weil wenn ich jetzt im Bus sitze und jemanden bedrohe, dann muss ich mich dafür rechtfertigen. Wenn ich das im Internet unter Klarnamen mache, muss ich es häufig nicht machen. Was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht sozusagen der Wunsch jetzt auch an den Gesetzgeber und an die Justiz, an die Politik, wie mit dem Thema umgegangen werden sollte? Mein Katalog ist etwas länger. Also neben dem Nachdenken über vernünftige Regulierung, was Plattformen betrifft, und die muss wirklich vernünftig sein, weil ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen, die nicht ganz so gut funktionieren, die auch verkennen, welche Kapazitäten vielleicht auch gar nicht da sind in der Justiz. Das muss man ja auch dazu sagen. Nichtsdestotrotz braucht es da in irgendeiner Form Regulierung. Was jetzt die beste Form ist, ist schwer zu sagen, aber es muss eben möglich sein, an die Daten von Straftätern zu kommen und das rechtzeitig zu bekommen, bevor irgendwelche Daten zerstört werden. Es muss überhaupt möglich sein, vernünftig Daten abzufragen und so weiter. Aber es scheitert ja teilweise einfach auch schon an der Durchsetzung. Also es gibt A, zu wenig Anzeigen. Viele Menschen trauen sich auch nicht anzuzeigen, aus verschiedenen Gründen. Die einen wären die, die ich schon erwähnt habe, dass sie nicht ernst genommen werden. Das betrifft eine ganze Reihe von Menschen, gerade Angehörige von Minderheiten, Frauen, die bedroht werden, fühlen sich teilweise nicht super sicher, wenn es darum geht, solche Dinge anzuzeigen, oder fühlen sich nicht ernst genommen. Das ist ein großes Problem. Die Rechtsdurchsetzung ist ein Problem. Dass viele Dinge eingestellt oder verschleppt werden. Das liegt an der allgemeinen Überlastung der Gerichte einfach auch teilweise. Das betrifft ja wirklich nicht nur den Bereich der Online-Hasskriminalität, um sie jetzt mal so zusammenzufassen. Das sind ja verschiedene Paragraphen, die da eine Rolle spielen. Es gibt zu wenig Unterstützung für Menschen, die beleidigt und bedroht werden, die auf dem zivilrechtlichen Weg vorgehen wollen. Da gibt es einzelne Initiativen, die gut und wichtig sind, aber wenig Handhabe für die breite Masse und gerade Menschen, die überrumpelt werden von den Dingen. Es gibt zu wenig
Dinge, die antizipiert werden. Also wir sprechen ja nicht nur über justiziable Inhalte, sondern es geht ja weit darüber hinaus und ein Großteil von dem, was bei mir im Mailpostfach landet, das ich als eine Drohung verstehen würde, ist wirklich eine justiziable Drohung. Und auch da muss man überlegen, was für Möglichkeiten hat man, auch Betroffene zu unterstützen und denen Hilfestellung zu geben, finanzieller Natur, wie schützt man sich und so weiter. Das liegt ganz oft im Zuständigkeitsbereich der Zivilgesellschaft und die Abdeckung ist deutschlandweit nicht besonders groß und man muss irgendwie schon ein gewisses Verständnis haben für Internet und wo finde ich Dinge, um da überhaupt ranzukommen. Und das ist bei weitem nicht bei allen gegeben. Und wenn wir über Desinformation reden, dann haben wir, also ganz ehrlich, immer noch wir verschlafen nach wie vor die Entwicklung, die es da gibt. Und da könnte viel, viel mehr getan werden auf jeglicher institutioneller Ebene. Da passiert viel zu wenig darauf geachtet, was sind neue Trends, was passiert gerade, was kommt jetzt gerade hoch, wo könnten neue Narrative, die toxisch, die falsch, die pseudowissenschaftlich sind, gestreut werden. Und um diese nicht vollständige Liste abzuschließen, jetzt erstmal kurz. Ich wünsche mir persönlich tatsächlich, dass wir auch nochmal gucken, wie es mit der Strafverfolgung bei diesen InfluencerInnen aussieht. Also den Leuten, die Leute in diese Szene ziehen, die neue Narrative setzen, die Menschen zu Feinden machen. Und ich hoffe, dass sich der Fall Attila Hildmann da nicht wiederholt, bei dem so lange gewartet wurde, bis er das Land verlassen hat. Und jetzt ist es halt schwieriger, ihm habhaft zu werden. Wobei ich mich auch frage, wie ist man da hinterher, um ihm habhaft zu werden? Der leugnet gerade täglich den Holocaust, der ruft zu bewaffnetem Umsturz auf. Das ist alles nachvollziehbar in seinem Telegram-Kanal. Und da hat man halt so lange gewartet, würde ich sagen. Und da gibt es noch einige Fälle dieser Art, wo man schauen muss, ob man nicht vielleicht ein bisschen früher eingreift. Ja, Attila Hildmann Und ist ein gutes Beispiel, wo es ewig dauerte, ne? Also Monate über Monate. ja, und jetzt ist er halt in der Türkei. Und eigentlich wäre der Punkt schon erreicht gewesen, als er auf einer Bühne in Berlin stand und die heftigsten Gewaltfantasien über einen ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten geäußert hat. Also, so, und da wurde er nicht mehr von der Bühne geholt. Und das sind so Sachen, da muss man draus lernen und das muss man besser machen. Und viele Leute, die sich auch mit Desinformation beschäftigen, reden im Prinzip also wir reden in Deutschland seit 2016 vermehrt davon, von der Problematik. Die sagen oftmals heute noch das Gleiche, was sie 2016, 17 schon gesagt haben. Und auch das kann frustrierend sein. Und auch, Natürlich, natürlich. okay, die Liste war nicht zu Ende. Es tut mir leid. Aber Verschwörungsideologie, das sind natürlich auch noch ein Punkt, an den man ran muss. Und da ist es natürlich auch nicht nur die Strafverfolgung, sondern da muss man Wege finden in der Beratung und zwar nachhaltig, weil die Menschen werden nicht plötzlich sich lösen von diesen Verschwörungsideologien, wenn die Pandemie vorbei ist. Es wird neue Erzählungen geben, die diese Lücken füllen. Und da muss man Möglichkeiten schaffen in der Kommunikation, wie Dinge kommuniziert werden, wie man damit umgeht, aber auch in den Beratungsangeboten und weiteren Dingen, die da dringend nötig sind. Ja, was wir da erleben, ist einmal eben, dass eben einerseits das, was im Netz passiert, dann häufig eben so schnell passiert. Sie haben von Trends gesprochen, die man antizipieren kann, und dann steht dem sozusagen die institutionelle Schwerfälligkeit gegenüber und eben das häufig dann eben das Nichtwissen der Akteure, AkteurInnen, die vielleicht zu alt sind oder zu weit weg von der Thematik. Also es hat ja nicht nur mit Alter zu tun, darum geht es gar nicht, aber die sich einfach damit nicht auskennen und dann nicht reagieren. Und gleichzeitig ist es eben wie im Fall Hildmann, fragt man sich, also das hat ja nichts mit dem Netz zu tun. Das ist einfach
Sagen, da, das war ein Unverständnis, warum da dann in solchen Situationen nicht sehr viel schneller reagiert wird, wenn es um ganz klare Bedrohungsszenarien geht. Ronen Steinke hat es ja, hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, eben gerade im Kontext sozusagen Antisemitismus, aber auch mit rassistischen Vorwürfen. Und dann eben, gerade dann, wenn es eben zu Gewalt und zu Terroranschlägen kommt, das nicht voneinander zu trennen, sondern das einfach auch zusammenzulesen, weil es steht auch zusammen. Ne? Und eine der Fragen, die sich wahrscheinlich auch stellt oder die wir uns immer wieder stellen, ist, wie kann man auch gerade schon vielleicht früh anfangen, auch in der Erziehung und an Schulen, um einfach auch auf die Problematik aufmerksam zu machen. Ich habe den Eindruck, dass das immer noch, das passiert natürlich punktuell an den Schulen, aber also wenn es jetzt eben zu Fällen kommt, dass klar wird, dass eben SchülerInnen jemanden da sozusagen auf den Leim gehen oder von, also jetzt angeworben worden, dass man dann reagiert. Aber es sind natürlich die LehrerInnen dann auch überfordert, weil sie keine Zeit dafür haben, weil das zum Beispiel kein Thema ist, das im Lehrplan steht, aber Ja. eigentlich im Lehrplan stehen sollte. Ja, und da sind wir beim Kern der Sache, der natürlich auch schon, also die Diskussion ist ja, das wissen Sie genauso wie ich, überhaupt nicht neu, und geht über Desinformation, über den allgemeinen Umgang mit dem Netz, über Verschwörungsideologien. Also das sind so viele Felder, die da eigentlich bearbeitet werden müssten, und kritisches Denken allein zu fördern, das ist ja auch schon ein ganz großer Faktor, zu erklären und zu vermitteln, wie Feindbilder funktionieren, wie Menschen zu Feinden gemacht werden, und diese einfachen Erklärungen funktionieren, das ist ein wichtiger Faktor darin, und die Bewertung von Quellen und so weiter, da hängen wir hinterher. Aber also darüber hinaus ist natürlich auch die Frage, wie gehen wir mit denen um, die nicht mehr in der Schule erreichbar sind? Weil da haben wir zumindest die Handhabe wäre ja theoretisch da. Also wir haben eine Schulpflicht. Theoretisch könnte man zumindest in Schulen doch noch eine ganze Menge von Menschen erreichen. Aber wenn wir uns anschauen, wer über lange Zeit die Wahlen entscheiden wird und wer auf Facebook Verschwörungsideologien verbreitet und wenn wir uns auch anschauen, welche Menschen auf Demonstrationen unterwegs sind, dann sind das ja keine Schülerinnen und Schüler, auch wenn es da einzelne Gruppen gibt, die tatsächlich sich gerade im Bereich von Querdenken auf die Schulen gestürzt haben. Aber das sind große Teile der Gesellschaft, die jenseits der 30 sind und dann nicht mehr über Unis und sonstige Reichweite. Bereiche erreichbar sind. Ja. Und wir müssen uns um die kümmern, weil also wir können ja nicht warten, bis der Rest nachwächst, der vielleicht in der Schule irgendwie sich halbwegs damit beschäftigt hat, sondern da gibt es einen Handlungsbedarf, und den gibt es jetzt und gestern und vor 2 Jahren. Genau. Ja. Allerdings, ich habe jetzt noch ganz viele Fragen, aber ich würde jetzt der Fairness halber gerne den Chat öffnen und die Möglichkeit öffnen, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie um Ihre Fragen und Kommentare zu bitten. Ich gebe die gern weiter oder wie gesagt, Sie können sie auch über, also wenn Sie nicht in den Chat schreiben wollen, auch über Handheben direkt stellen. Dann können wir sozusagen den, das, also can open the floor und die Diskussion ein bisschen breiter angehen. Ich bin sicher, es gibt jetzt viele Fragen. Bis jetzt die ersten eintrudeln. Wir hatten schon so ein bisschen immer wieder jetzt gesprochen über die großen Konzerne der sozialen Medien, Twitter, Facebook etc., die ja eine große Rolle hier spielen. Es gibt dann so jemand wie Sacha Baron Cohen, der einen Kreuzzug führt gegen Facebook und alles Übel eigentlich in Facebook sieht. Die Verantwortung der Social Media ist natürlich groß, weil sie sich häufig nicht äußern oder sich dann falsch äußern. Wie sehen Sie das? Gibt es eine, gäbe es jetzt auch eine Möglichkeit, dass sich die sozialen Medien hier
nochmal neu positionieren und auch Verantwortung nehmen für das, was sie weitergeben. Ich meine, das Desaster war ja, dass eine ganze, sozusagen für die Dauer einer ganzen Präsidentschaft ein Land wie die USA über Twitter geführt wurde und dabei sozusagen ein unglaublicher Antagonismus entstanden ist und die Gewohnheit sozusagen, man hat sich gewöhnt an einen, nicht nur einen Präsidenten, es war jetzt ja nicht irgendwie der Präsident von, ich will jetzt kein Land erwähnen, damit sich niemand beleidigt fühlt, sondern es war, happened to be die USA. Ab dem Moment, wo Trump nicht mehr im Amt war, hat Twitter seinen Account gesperrt und es war leise, es war vorbei. Kurz vorher, ja. Also ich Kurz meine, das vorher, war ja, ja. genau, aber es war nicht mehr, er hätte Er war jetzt nicht nicht mehr mehr viel zu machen hören. können. Ja, es war ein unglaublicher Moment, wo man Ja. sich gedacht hat, Moment, man kann nach 4 Jahren wieder aufstehen in der Früh und nicht als erstes irgendeinen Horror-Tweet auf Twitter lesen von Trump. Da hat man doch auch gesehen, welche unglaubliche Macht hier steckt. Ja, ich, also da kann man ja irgendwie auch noch aus ganz unterschiedlicher Weise rangehen. Also ich habe selbst gemerkt, wie ich auch irgendwie erleichtert war, muss ich sagen, weil ich, also das war schon auch irgendwie ein Trauma, das zu sehen und diese Falschmeldungen, diese extremen Angriffe auch, Menschen zu Feinden zu machen, als Feinde zu markieren, diese Lügen und das alles wirklich irgendwie stets und ständig um sich herum zu haben, als Videos, als in jeder Darreichungsform und vor allem über Twitter. Das war schon heftig, aber es war eben sehr, sehr spät und er hat ja ganz offensichtlich wirklich dauernd gegen die Community Guidelines von Twitter auf wieder also verstoßen und auch nicht nur gegen die von Twitter. Und ich fand es interessant, wie es teilweise in der Debatte als die dargestellt wurde, als hätten sich die Unternehmen politisch gegen Konservative gestellt. Also weil das die Erzählung funktioniert nicht. Sondern er hat wirklich ganz, es ist keine politische Positionierung jemanden, der so eklatant gegen Regeln verstößt, der so offen lügt und für Hass auch zuständig ist und Menschen als Feinde markiert. Das funktioniert so nicht. Also es will ja auch niemand eine konservative Partei in Deutschland oder die CDU sperren. So. Das ist ja Quatsch. Also das fand ich spannend. Aber ich glaube, da muss viel passieren, aber es ist auch einiges passiert. Also man muss das bedenken, es ist seit Beginn von Facebook und YouTube ist etwas passiert. Aber man kann auch sagen, nicht genug. Es hat 2 Jahre gedauert vom ersten Moment, als Mark Zuckerberg gesagt hat, Holocaust-Leugnung nehmen wir nicht global von der Plattform bis zum letzten Jahr, als dann die Entscheidung umgekehrt wurde und man es jetzt doch macht. Das hat 2 Jahre gedauert. In 2 Jahren kann unglaublich viel passieren im Netz und in der Propaganda und Stimmungsmache und in der Formierung neuer Gruppierungen, neuer Szenen. Das dauert zu lange. Twitter, da hat es gedauert, bis Jack Dorsey von seiner Insel zurückgekommen ist und irgendwie Yoga gemacht hat. Also es ist dass wir so abhängig sind von auch dieser Konzernführung, weil es, also die Erfahrung zeigt, es gibt sehr viele gute Leute in diesen Policy-Teams der Plattform, aber grundlegende Entscheidungen und wichtige Entscheidungen werden ja gar nicht da getroffen, sondern da sind einzelne Leute, die, als sie ihre Firmen gegründet haben, nicht unbedingt diese Entwicklung antizipiert haben und auch nicht unbedingt zeigen, dass sie viel dazugelernt haben in der Zeit. Die treffen letztendlich die wichtigen Entscheidungen und da muss natürlich irgendwie, muss man darüber reden, das muss man nachhaltig problematisieren. Es sind natürlich auch noch Männer, die nicht von sexualisierter Gewalt online betroffen sind. Es sind auch noch weiße Personen. Aber na, das, also das, da gibt es einiges, was da echt mega problematisch ist.
Und die Plattformen haben sehr unterschiedlich reagiert und es gibt ganz unterschiedliche Lücken. Und abschließend, man muss natürlich auch noch mal schauen über Deutschland hinaus. Also im Vergleich, was Moderationsentscheidungen betrifft, ist Deutschland so ungefähr in der oberen Mitte. So was Problematisierung, was öffentlichen Druck und auch die Effekte von öffentlichem Druck angeht. Wenn wir überlegen, was an wahrscheinlich auch an Moderationsteams für die unzähligen afrikanischen Sprachen da ist oder im südostasiatischen Raum und wie viel Kompetenz da herrscht und wie schnell Entscheidungen getroffen werden, dann sieht es da teilweise noch schlimmer aus. Ja, das stimmt sicher, genau. So, wir haben jetzt eine Reihe von Fragen. Ich gehe da jetzt mal durch. Wir können die, ich werde sie Ihnen so ein bisschen der Reihe nach vorlesen, dann kann man sie auch relativ kurz, glaube ich, zum Teil. Manche sind sehr praktisch, ich glaube, das, oder sehr, sagen, gehen in eine praktische Richtung. Eben zum Beispiel, was macht man, wenn man mit Hate Speech konfrontiert ist, wenn man es entdeckt? Soll man antworten? Soll man es ignorieren? Und da schreibt jemand, bisher antworte ich darauf und frage dann nach den Fakten und teilweise melde ich das auch an Facebook oder andere Anbieter. Meist habe ich schon Probleme bei der Auswahl des richtigen Grundes. Hier wird unnötig verkompliziert. Ja, das ist in Deutschland eine Folge des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, so ein bisschen, die meisten Plattformanbieter ja tatsächlich ihre Meldeverfahren komplett umgestellt, ohne das nur dem Gesetz in die Schuhe schieben zu wollen, weil da hätte es auch andere Lösungen gegeben. Die beruhigende Nachricht zu Beginn, die meisten Dinge, die gemeldet werden auf den Plattformen oder eigentlich alle, sowohl auf Twitter als auch Instagram, Facebook, YouTube und Co., die werden erst nach Verstößen gegen die Community-Richtlinie geprüft. Da ist erstmal völlig egal, um welchen Paragraphen man sich da gekümmert hat, sondern die werden erst danach geprüft und der Großteil von Inhalten, die in irgendeiner Form gesperrt oder gelöscht werden, wird tatsächlich dann auch wiederum nach den Community Guidelines gelöscht, auch in Deutschland. Das heißt, wenn es eine offensichtliche Hassrede ist, wenn dann Menschen abgewertet werden oder bedroht werden, dann ist in der Regel ist es dann eher sowieso in dem Bereich abgedeckt. Was die Gegenrede betrifft, grundsätzlich allgemein muss man sagen, natürlich brauchen wir Zivilgesellschaft, die widerspricht, die einer Normalisierung von Hass, von Abwertung, von Entmenschlichung widerspricht. Es gibt aber natürlich auch Momente, wo man schauen muss, wie schützt man sich selbst, weil gerade organisierte Personen, organisierte Neonazis, Trolle, teilweise auch diejenigen angreifen, die widersprechen. Und das ist schwierig. Und es kann teilweise auch ein Kampf gegen Windmühlen sein, wenn ich auf irgendeiner rechtsextremen Seite auf Facebook oder irgendwo anders kommentiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendjemanden überzeuge, eher gering. Deshalb würde ich sagen, die wichtigsten Schritte gerade bei offensichtlichen Dingen sind melden und bei justiziablen Inhalten, bei einer Holocaustleugnung, bei offensichtlicher Volksverhetzung, die ja immer noch offensichtlich vorkommt auf den meisten Plattformen, da direkt auch eine Online-Anzeige zu stellen. Was ich persönlich auch nutze, wenn man sich nicht mit einer Online-Anzeige beschäftigen will, es gibt so Initiativen, die Hass melden, die sind ehrenamtlich, da kann man Links zu Kommentaren oder Posts einreichen oder auch Screenshots einreichen. Und die prüfen das dann in einem ersten Schritt schon mal vor, juristisch, und erstatten dann auch die Anzeige. Was insofern gut sein kann, dass auch das ist ein Problem, wenn man gerade gegen organisierte Neonazis zum Beispiel Anzeige erstattet und da seine Adresse mit drin ist, dann kann es halt auch einfach mal schnell sein, dass die Adresse, die Privatadresse, bei Leuten landet, die lieber keine Privatadresse von einem haben sollten. Ich will aber nicht allen Leuten Angst machen. So, es ist wichtig, das zu tun. Es ist, glaube ich, aber auch wichtig, aufmerksam zu sein, was im eigenen Umfeld passiert, wo die Abwertungen passieren, wo das passiert, dass schwarz-weiße Freund-Feind-Bilder aufkommen und da einzugreifen. Weil ich glaube, viele von uns haben das in unserem Umfeld. Ich habe das auf jeden Fall in meinem Umfeld. Und da ist es auch wichtig einzugreifen, weil die Leute, die online sind, haben natürlich auch ein Umfeld. Und da muss man auch eingreifen. Und das ist auch wichtig. Und hat
teilweise noch mal mehr Potenzial, auch wirklich Leute zu erreichen. Naja, Sie sehen ja auch, es gab auch eine Frage, wie Sie selbst damit umgehen. Sie sind ja da auch ein Beispiel, denke ich, für uns alle, weil Sie ganz offensichtlich damit umgehen und umgehen müssen. Und das dann auch, wie soll ich sagen, ja, trotzdem mit einer gewissen Heiterkeit tun. Ja, vielleicht ist es auch einfacher, das nochmal irgendwie aus meiner Perspektive und aus einer Perspektive mit Bedrohung nochmal deutlich zu machen. Also mein Umgehen ist auch tagesabhängig. Also es gibt schlechte Tage, an denen ich da nicht mit Heiterkeit darauf reagiere. Das geht, glaube ich, vielen von uns so, dass auch man irgendwie, also gerade bei Frauen ist es dann, man kann sich denken, es ist hochsexualisiert, es sind Kommentare zum Äußeren, es ist Vergewaltigungsdrohungen und Wünsche und so weiter. Das ist schon ein ganz großer Teil davon und das ist echt nicht lustig, bin ich überraschend. Aber ich war ganz gut darauf vorbereitet. Also ich habe antizipiert, was kommt, weil ich einfach mich mit vielen Leuten beschäftigt habe, die im Netz unterwegs sind, und ich wusste so ein bisschen, womit ich rechnen kann, wenn ich was zum Thema Asyl im Internet mache. Ich habe Dinge auch angezeigt, ich habe mich teilweise lustig gemacht über Dinge, ich habe gemeldet viel. In Einzelfällen habe ich beantwortet, ganz selten, aber E-Mails habe ich teilweise beantwortet. Ich habe mal die absurdesten E-Mails durch die Sprachausgabe von meinem Rechner gejagt und habe dann hat man so eine Roboterstimme, die so quatschige Verschwörungserzählungen vorliest, und das nimmt eben so ein bisschen den Schrecken. Ich habe, das ist vielleicht etwas salopp, aber ich habe es gemacht, vor einigen Jahren mal Mittelfinger crowdsourced, also Fotos von Mittelfingern auf Facebook, weil ich so einen Typen hatte, der mir mindestens einmal im Monat so eine Mail geschickt hat, um mir zu sagen, dass er mich immer noch doof findet. Und dann habe ich das irgendwie auf Twitter gepostet mit einem Mittelfingerbild, weil es mich so genervt hat. Und dann haben mir ganz viele Leute Bilder geschickt. Und ich habe das ihm nie weitergeleitet, aber es war so ein Akt der Solidarität, der so spontan war, dass es irgendwie schön war. Und man redet natürlich viel mit Leuten, und ich beschäftige mich einfach damit. Also ich will wissen, wie das Ganze funktioniert und was man besser machen kann. Und das ist natürlich auch ein bisschen empowernd dann. Also wenn man dann irgendwie versucht, das Ganze nochmal anders und konstruktiv anzugehen. Aber es gibt reichlich Tage, wo das nicht lustig ist und ich auch mal irgendwie die Kontrolle über mein Mailpostfach abgebe und das jemanden anders machen lasse. Weil in der privilegierten Situation bin ich dann auch. Ja, das ist gut. Es gibt zwei Fragen zum Thema Verschwörungsmythen. Ich lese die jetzt mal zusammen vor, weil sie ein bisschen so aufeinander oder miteinander zu tun haben. Die erste ist zur Empfänglichkeit von Menschen für Verschwörungsmythen. Müssen wir da nicht die Hollywoodisierung der Welt einerseits und das intellektuelle Phänomen der Verkürzung, also Übervereinfachung andererseits stärker in die Betrachtung ziehen, vor allem vor dem Hintergrund einer immensen Verunsicherung und ja, Angst vor dem Ungewissen in der Bevölkerung nach der langen Krise? Und da gibt es jetzt noch eine zweite Frage, wo jemand schreibt, dass er oder sie den Eindruck hat, dass eben auch die Verschwörungserzählungen jetzt während der Pandemie doch zugenommen haben oder eben einfach spürbarer sind, weil sich so viele Aktivitäten ins Netz verlagert haben und weil viele sich über Corona im Netz informiert haben und vielleicht dort zum ersten Mal mit vermeintlich Gleichgesinnten in Kontakt gekommen sind. Es sind doch noch mal zwei andere Fragen, aber sie gehen so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Also einmal sozusagen die Zahl der Anhänger von Verschwörungsmythen und danach die Frage, ob wir nicht auch jetzt abgesehen von dieser reinen sozusagen Beantwortung der Mythen und Reaktionen auf die Mythen eigentlich in dem größeren, sozusagen im größeren Stil gesellschaftlich was ändern müssen. Also ich meine, Verkürzung ist auf verschiedenste Weise natürlich problematisch, und da müssen wir auf jeden Fall schauen, was es da zu tun gibt. Und einfache Feindbilder sind ein großes Problem, das ja auch durchaus massenfähig ist. Aber ich glaube, dass also es gibt ja unglaublich viel, was einfach
als Bestätigung genutzt wird. Es werden riesengroße Glaubensgebilde geschaffen und das hat wenig mit Verkürzung zu tun, sondern eher mit so Confirmation Bias, auch in einer sehr extremen Form, also dass man eben vor allem oder nur Informationen aufnimmt, die das eigene Weltbild bestätigen oder sich in irgendeiner Form da einfügen lassen. Das ist ein ganz großer Faktor. Und ich glaube, so das Bewusstsein über diese Abläufe, das kognitive Geschehen, das ist, glaube ich, ein Faktor. Und ein weiterer Faktor ist, dass wir aufhören sollten, Verschwörungsgläubige zu belächeln. Also wir ist jetzt natürlich ein sehr ungenauer Begriff, aber so gesamtgesellschaftlich, es wird dann immer noch von den sogenannten Covidioten gesprochen. Es wird behauptet, diese Menschen seien dumm oder ungebildet oder psychisch krank, was eine Beleidigung für psychisch Kranke ist tatsächlich. Und zeigt sich eben auch, dass Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben, im Durchschnitt nicht eher krank sind oder an einer psychischen Krankheit leiden oder irgendeine psychische Erkrankung haben als der Durchschnitt, der eben nicht an Verschwörungsideologien glaubt. Und da müssen wir weg, sondern wir müssen das als Bedrohung ernst nehmen, wir müssen das als Bedrohung für diese Menschen selbst und die Gesellschaft im Allgemeinen und als Feinde markierte Menschen wahrnehmen. Das heißt, auch diese Leute gefährden sich ja teilweise selbst, indem irgendwie behauptet wird, nicht Desinfektionsmittel, sondern Reinigungsmittel würde helfen gegen Krankheiten. Also das, oder ihre Kinder, ihr Umfeld wird dadurch gefährdet. Also das ist ein großer Faktor, da müssen wir ran, das müssen wir ernst nehmen und da müssen wir für die verschiedenen Verschwörungsideologien und für die verschiedenen Folgen auf jeden Fall Lösungen oder Lösungsansätze finden und die sind reichlich und nötig. Genau, und tatsächlich muss man sagen, es gibt in diesem ganzen Querdenken-Spektrum gibt es eine ganze Reihe von Professoren und Doktoren, die da Stichwortgeber sind. Und die sind, glaube ich, einerseits natürlich Menschen, die sich in ihrem digitalen Erfolg sonnen und da teilweise auch finanziell profitieren, aber die glauben teilweise auch natürlich ganz fest an das, was sie da verbreiten. Und auch das ist ein Faktor. Und die zweite Frage war die nach dem der Masse, oder? Ob es mehr. Genau, ob es tatsächlich eben, weil es gefühlt doch eben doch mehr geworden ist oder ob man sagen kann, es ist eigentlich gar nicht mehr geworden, sondern es reicht vielleicht näher an uns ran, aber es war vorher vielleicht für uns nicht ganz so sichtbar. Ich glaube beides. Also die Antwort liegt in der Mitte. Also einmal, es gab einen Zuwachs an Menschen, die daran glauben, dass die Erde flach ist, schon vor der Pandemie. Das ist auch sichtbarer geworden und die Angebote sind da sichtbarer geworden. Also es gibt auf jeden Fall mehr Erzählungen, einfach weil jeder Schnipsel aus der Berichterstattung, jedes YouTube-Video, alles Mögliche wird zusammen gefasst. Und wenn man sich anguckt, die erfolgreichsten verschwörungsideologischen Kanäle auf Telegram zum Beispiel, die jemand wie Oliver Janich als, ich pick den jetzt mal raus, das ist einer von vielen ehemaligen Journalisten, die da eine Rolle spielen, der sendet über seinen Kanal auf Telegram über 100 Nachrichten am Tag. Das heißt, die Masse, mit der Menschen Verschwörungsgläubige auch konfrontiert sind, ist auf jeden Fall riesengroß. Und ich würde auch sagen, die ist auch gewachsen. Viele Dinge werden wiederholt. Und es ist aber auch so, dass natürlich dadurch, dass wir eben viel zu Hause sind und dass soziale Medien unseren Alltag sehr, sehr stark begleiten, dass wir die auch einfach vielleicht mehr sehen und dass es auch viele Menschen in unserem Umfeld gibt, die sich da teilweise auch radikalisiert haben. Also vielleicht ist so ein Teil der Wahrheit einfach auch, dass es quasi ein großes Potenzial an Verschwörungsgläubigen gibt, die empfänglich sind, aber dass die sich auch, das zeigen ja zumindest Anekdoten, dass die sich sehr schnell radikalisiert haben in diesem Bereich auch und eben Ja. sehr tief in diesen Kaninchenbau, in den sogenannten, abgerutscht sind. Ja. Ja, und wir erleben natürlich, dass jetzt zum Beispiel amerikanische Kongressabgeordnete zum Beispiel Anhänger von QAnon sind. Und das macht natürlich nochmal eine andere, sagen, das normalisiert diese Thematik ja auch gefühlt so. Und eine der Dinge, die eine Studie in den USA auch festgestellt hat, dass im Laufe des vergangenen Jahres die Bereitschaft an Verschwörungen zu glauben,
in der Bevölkerung, in jedem, sagen, auf jeder Seite politisch zugenommen hat. Also dass zum Beispiel, als Trump damals krank war, also als der an Covid erkrankt ist, es in einem großen Teil sozusagen der liberalen Bevölkerung dann bestimmte Verschwörungsideologien die Runde gemacht haben, dass er ist gar nicht krank, von er ist gar nicht krank bis er ist immer noch krank und er ist eigentlich, er existiert schon gar nicht mehr. Also dass diese allgemeine Bereitschaft, auf Verschwörungsideologien einzugehen, offensichtlich zugenommen hat. Das ist ja auch ein eigenartiges Phänomen. Aber um jetzt auch sozusagen nochmal so einen positiven Turn da reinzukriegen, jetzt noch eine andere Frage. Weil das ist, ich finde, das ist ja auch schon immer so ein Thema. Man hat manchmal so den Eindruck oder bekommt den Eindruck, dass wir eigentlich hier immer nur reagieren und mit einem Phänomen umgehen und sich ja dann aber auch die Frage stellt, wie kann man eigentlich agieren und jetzt auch gerade für das Internet oder jetzt im Kontext des Internets, aber auch darüber hinaus nochmal andere, sagen, anderen Content zu generieren, der dem etwas entgegensetzt, dass man nicht immer nur in dieser Reaktion ist. Und in dieser Hinsicht kommt jetzt hier eine Frage, die sehr konstruktiv, sagen, denkt, braucht es eine diversere Politik, also sichtbare POCs, Frauen, jetzt haben wir heute gerade gehört, dass Annalena Baerbock die Kandidatin der Grünen um das Kanzleramt ist, also um Vielfalt vorzuleben und Kontroversen wieder lebendiger und authentischer zu machen und damit klassische Vorwürfe gegen eine homogene, mächtige Elite, die scheinbar alles steuert, zu entkräften. Also könnte eine Veränderung hier wirklich diese Vorwürfe entkräften oder sind diese Vorwürfe tatsächlich so weit weg von einer Realität, dass eigentlich egal ist, was da oben passiert? Das ist jetzt, habe ich jetzt noch mal hinten angefügt. Ja, ich würde sagen, sowohl als auch, also das Beispiel Baerbock war ganz gut gewählt. Es gibt aus dem rechtsradikalen Spektrum, gab es heute die ersten Tweets darüber, dass Baerbock angeblich von Soros bezahlt ist oder gesteuert ist. Also das wird man dadurch, dass eine Frau kandidiert oder eine Person gerade in einem sehr eingefleischten Spektrum mit einem sehr geschlossenen Weltbild, das wird das nicht verändern, aber natürlich geht es um eine Normalisierung und eine Repräsentation. Das ist ja einmal für Angehörige von Minderheiten als Signal dafür, dass man eben nicht nur auf bestimmte berufliche Bereiche abgestempelt wird, sondern eben auch abseits davon repräsentiert ist und dass Menschen Medien machen. Das ist ja auch gerade im politischen Journalismus gibt es da noch reichlich Platz für Frauen und Angehörige von Minderheiten. Und das muss gemacht werden, einfach auch, um zu zeigen, wie vielfältig Perspektiven sind. Und da gibt es noch einiges aufzuholen. Und natürlich mit einer gewissen Normalisierung und einer Vielfalt, die in der Öffentlichkeit repräsentiert ist, nehmen auch gewisse Vorurteile in einigen Teilen der Bevölkerung ab. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, dazu kommt einfach, dass wir antizipieren müssen, dass wir schauen müssen, wo sind die Gefahren für neue Verschwörungserzählungen. Also wir müssen uns heute um den Klimawandel kümmern. Und also wir müssen uns um den Klimawandel kümmern oder die Klimakrise. Und wir müssen uns aber auch um die Verschwörungserzählungen und die pseudowissenschaftlichen Dinge, die dazu kursieren, kümmern. Weil das wird das nächste größere Ding sein, um jetzt mal, das ist nicht mein Gedanke, sondern der von Pia Lamberti, aber die spricht das auch immer wieder an. Und ich gehe damit überein. Also immer noch ein Stück vorausdenken und gucken, was passiert. Und dazu kommt, abseits der Repräsentation von vielen, vielen Menschen, auch Themen zu besetzen, und zwar vielfältig Themen zu besetzen. Also Erika Steinbach hat alle vor sich hergetrieben mit dem Thema, es sind nur Muslime auf den Intensivstationen. Da hat aber keiner über Klasse geredet zu dem Zeitpunkt. Da hat keiner über Menschen, die auf beengtem Raum leben und vielleicht eher oder wahrscheinlicher auf beengtem Raum leben, aus verschiedenen Gründen geredet oder warum bestimmte demografische Gruppen eben anfälliger sind. Und das sehen wir ja, das zeigen in den USA gab es die Diskussion um schwarze Männer und Frauen, die besonders betroffen waren von der Und bereits Pandemie. letzten Juli, Genau. Juli
Das war schon, ist schon ein Jahr her. Ich habe jetzt die ersten Berichte dazu in Deutschland jetzt gelesen. Also Genau. jetzt habe ich welche übersehen, nämlich dass eben diese ganze klassistische Frage rund um Covid-19 und eben das sozusagen die Eliten bringen die Krankheit in die Communities, weil das sind diejenigen, die reisen, die fahren dann zum Skifahren nach Ischgl, bringen es mit. Und dann werden aber diejenigen, die exponiert sind, die im Security in der, an der Supermarktkasse sitzen, die werden dann krank. Ja, Genau. genau das. Das Thema hätte man besetzen können. Darüber muss man natürlich offen sprechen, wer warum betroffen ist. Das ist ja, das sollte kein Tabuthema sein, ist es auch nicht, weil es ist keine Frage des Glaubens, sondern es ist eine Frage von Lebensumständen und verschiedenen Faktoren, die einfach eine Rolle spielen. Das Thema Kinder und psychische Gesundheit sollten wir auf jeden Fall gesamtgesellschaftlich besetzen, weil natürlich ist die Krise, in der wir stecken, besonders hart für Kinder, die ihre Freunde in der Freizeit nicht treffen. Kleinunternehmer, Solo-Selbstständige, psychische Krankheiten im Allgemeinen, Partnerschaftsgewalt, diese ganzen Themenbereiche, die, also ich meine, die sind ja nicht besetzt, aber es gibt Sachen, die sollte man sich auf jeden Fall nicht wegnehmen lassen und wo man sich nicht vor sich hertreiben lassen sollte. Und da sollten wir eben gucken, dass wir solche Themen eben, dass die besetzt werden. Das Thema, wer ist betroffen, das hätte man schon längst setzen können. Dann hätte man sich nicht, wäre man nicht so hinterhergerannt, wie es jetzt passiert ist in den letzten Wochen. Das ist, glaube ich, eine vertane Chance gewesen. Ja, aber das, glaube ich, ist ganz allgemein ein Phänomen, dass man selbst in deutschen Medien mehr darüber liest, über die gesellschaftliche, sozusagen über die soziale Schere, die aufgeht in USA oder in England und dass eben sozusagen die minder privilegierten Gruppen dann entsprechend exponiert sind und von der Pandemie betroffen, als dass man darüber lesen würde, dass es hier passiert, weil diese Wahrnehmung, dass es eigentlich, also über die Armut, die es in Deutschland gibt und diese immer weiter wachsende soziale Schere, ein Thema, das Jugendliche unglaublich beschäftigt, eigentlich viel zu wenig angesprochen wird. Ne? Und Absolut, ja. gleichzeitig, genau, also dass man diese sozusagen diese Ängste letztlich auch vergisst aufzunehmen, anzusprechen und die Leute dann tatsächlich einfach auch allein damit lässt und sie dann eben in eigenartige Angstszenarien sozusagen verfallen, wenn es eben darum geht, dass sozusagen wer hat welche Community hat jetzt eher noch Zugang zu Ressourcen, zu Versorgung etc. Also das ist ja auch das, was man in den USA sieht, dass gerade bis zu einem gewissen Grad, also das, was mit White Supremacy passiert, ja eben auch gerade in dem Moment, wo sozusagen Diversität in so ein Bedrohungsszenario kippt, dann auch nochmal eine unglaubliche Breitenwirkung hat. Also dieses Gefühl, jetzt plötzlich sind wir die Minderheit. In den USA wird schon ganz lang immer wieder prognostiziert in spätestens 10 Jahren oder sowas und dann ist es auch eingetreten, sind weiße Kinder in der Minderheit, also im ersten Schuljahr in den USA und wo dann so Bedrohungsszenarien aufgemacht werden und die Frage, die sich letztlich stellt, ist sozusagen, was verpassen wir, wenn es hier eigentlich um, also darum geht, gesellschaftliche Solidarität zu fördern, also zu ermöglichen, aber auch zu fördern, auch zwischen unterschiedlichen Communities. Ja, also ganz klar werden da Bedrohungsszenarien kreiert. Das ist ja künstlich geschaffen, vor allem Babys sind Babys. So. Und das ist aber natürlich auch in Deutschland Teil der Erzählung, ne? Also diese Verschwörungsideologie vom großen Austausch, der dann auch noch angeblich gesteuert ist, wo dann am Ende auch wieder Jüdinnen dahinter stecken sollen. Das hat die AfD auf Facebook gepostet vor einiger Zeit. Jetzt machen sie es nicht mehr, weil es ein bisschen mehr geächtet ist, aber oder nicht mehr so offensichtlich. Aber das ist natürlich auch ein Punkt darüber, wie Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft formuliert wird. Und die wird ja in Deutschland von der extremen Rechten natürlich mit Weiß gleichgesetzt. Und da muss man natürlich ran. Und da muss man dann vor allem gucken, dass nicht gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. So wie es ja eben versucht wird, gerade auch aus dem rechtsextremen Spektrum, wo dann immer plötzlich Wohnungslose gegen Geflüchtete ausgespielt werden und Genau. dann passiert nicht mehr viel Genau. im Engagement für wohnungslose Menschen. Also das ist ja, da sollte man
sollte man stark aufpassen. Aber soziale Themen, Journalismus haben Sie angesprochen, in der Politik, in der Forschung gibt es, glaube ich, auch noch einiges an Raum, wo man mal gucken könnte, wie was da passiert, wie Ängste sich auswirken, welche Gefahren auch drohen für den sozialen Abstieg oder Mangel an Möglichkeiten zu sozialem Aufstieg. So den ganzen Bereich, da gibt es einiges zu tun. Und das bedeutet auch Themen zu besetzen und nicht nur hinterher zu laufen. Ja. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir eigentlich leider schon am Ende. Jetzt kam noch ein riesiges Fragenpaket von einem Teilnehmer, einer Teilnehmerin, den, die ich jetzt bitte, die auch in den morgigen Tag mitzunehmen oder vielleicht auch in weitere Gespräche mit Caroline Schwarz, auf die ich mich freuen werde. Und wir werden sie bestimmt haben, weil es gibt viele, viele Themen, die wir gemeinsam sozusagen bearbeiten und die uns auch von Seiten des NS-Dokumentationszentrums glaube ich, interessieren und beschäftigen, auch in der Vermittlungsarbeit. Ich will aus diesem Fragenkatalog noch nur zwei Anregungen mitnehmen, die ich sehr schön und spannend fand, weil sie auch für unsere Arbeit so zentral sind. Es gibt hier viele Anregungen, eben wie könnte man denn eigentlich umgehen? Welche anderen Zugänge könnte man zu diesen Themen haben? Welche Rolle spielt, kann zum Beispiel die darstellende Kunst spielen? Welche Rolle können Gamerinnen spielen? Ich denke, also ich würde jetzt Sie nicken, Frau Schwarz. Ich würde das auch sehr befürworten. Also gerade eben der Sektor der Computerspiele, das beschäftigt uns bei uns im Haus jetzt auch. Aber auch die darstellende Kunst, die ja Menschen, wir hatten das mal versucht, letztes Jahr mit einer großen Kunstausstellung, wo es eigentlich unglaublich schön war zu sehen oder spannend war zu sehen, dass es jetzt auch nicht irgendwie immer ein Elitenphänomen ist. Da gab es von mancher Seite eine Sorge, sondern dass hier gerade junge Künstlerinnen, postmigrantische Künstlerinnen auf sehr intuitive Weise Menschen erreichen können oder eben auch, dass die Frage sozusagen von Exponiertheit, von Gewalt im Netz, jetzt auch über künstlerische Darstellungen einem sehr nahe gehen kann. Wir hatten damals eine Arbeit von Trevor Paglen über Algorithmen im Haus und eines kanadischen Künstlers, dessen Name mir jetzt in dem Moment, warum auch immer entfallen ist, obwohl ich ihn so oft erwähne, es kommt jetzt gleich nochmal, der dann sagen, also wir haben ja unsere Dauerausstellung, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Und in dieser Arbeit ging es eben um die Exponiertheit und Verwundbarkeit von Menschen in der virtuellen Welt, die eben sozusagen aus dieser historischen Erfahrung und dieser Frage sozusagen, was bedeutet Gewalt, was bedeutet das Wegbrechen von gesellschaftlicher Solidarität und wie kann ich das eigentlich jetzt auch durch die Dinge, die mir sozusagen eine Ästhetik, die jetzt den gerade jungen Leuten, die sich viel eben im Computerspielen beschäftigen, viel näher liegt als Schwarz-Weiß-Bilder, nochmal auch in Bewegung versetzen. Und das war unglaublich spannend zu sehen, was da für eine Dynamik entstanden ist aus den sozusagen aus der Beschäftigung mit der Geschichte und diesen sehr, sehr zeitgemäßen Zugängen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Anregung. Ich würde Sie bitten, das jetzt auch in die Gespräche morgen mitzunehmen. Wie gesagt, Frau Schwarz, Ihnen vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie so ausführlich mit uns gesprochen haben. Es kommen jetzt in den Chat ganz viele Danke-Nachrichten und für die gute Aufarbeitung, tolle Aufarbeitung des Themas. Ich glaube, Sie haben viele Fragen beantwortet, aber auch ganz viele Fragen mitgegeben in den morgigen Tag. Und ich freue mich auf weitere gemeinsame Veranstaltungen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie ganz, sagen, ja, auch immer wieder mal heiter, aber auch so unternehmungslustig und so, so unglaublich vielfältig und bedacht und offen für Themen und beweglich im Nachdenken. Das ist unglaublich bereichernd und ich kann jetzt auch gleich hier nochmal kommen. Ganz viele Danke und sehr informativ und vielen herzlichen Dank für das dichte Format und die tolle Gesprächsatmosphäre, sogar online. Vielen Dank für die Einladung und die Nächstes Mal dann tollen gern bei Fragen. uns. Vielen Dank fürs Kommen. Ich Kommt wünsche noch mal die allen Katze jetzt, durchs Bild. das ist das Nette an den Internetformaten, dass man dann auch noch die Hausmitbewohner kennenlernt. Und die Katze Bleiben kommt. Sie alle gesund. Bleiben Sie auch gesund. Alles Gute auch Ihnen allen, die Sie zuschauen. Einen schönen Abend. Bis morgen. Frau Schwarz, auf bald. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke.